Inside, maybe? Then what are we standing here for? Hey! You can stuff your taboos! What's that? A faith. They join with the summoner, and together receive the Aeon. They are human souls, imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Yuna! There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will. Bahamut, herzlich willkommen. Ja, bitte. So, und dann sag ich's mal einfach ganz kurz. Herzlich willkommen zurück. Es geht direkt weiter mit Cutscenes. The High Court of Yevon is now in session. The sacred officers of this court seek nothing but absolute truth in Yevon's name. To those on trial, believe in Yevon, and speak only the truth. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna. You have sworn to protect the people of Yevon, true? Yes. Then consider. You have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado. Conspired with the Albed and joined in their insurrection. These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon. Tell this court what possessed you to participate in such violence. Your Grace. The real traitor is Maester Seymour. He killed his father, Jiskel, with his own hands. What is this? Hadn't you heard? Not only that, Maester Seymour is already dead. It is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Grand Maester Micah, please send Seymour now! Send the unsent to where they belong? Yes. Maester? Send the dead, Ah!
You would have to send me too. What? Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death, he is invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream, but the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die, even continents perish. Only the power of death truly commands in spirit. Resisting its power is futile. But what of sin? I am a summoner, my lord, like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone. All the people who have opposed sin, their battles, their sacrifices, were they all in vain? Not in vain. No matter how many summoners give their lives, sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile, but never ending. Indeed, that is the essence of Yevon. Lord Micah! Yevon is embodied by eternal, unchanging continuity. Summoner. No, that can't be right. Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! Get me out of here! I want out now! You hear me? You waste your breath. Man, I hope Yuna's okay. She's strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die? Why is it everything in Spira seems to revolve around people dying? The spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their summoner. The faith are the souls of the dead. Even the maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only sin is reborn, and then only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Come out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Really now, what person would execute a dear friend? You would. Looks like you're next. Next for what?
get going. Where's everybody else? Floating down there somewhere, maybe. Ooh, you made it! What's our sentence? Think they expect us to give up and die down here? Ugh, well that's a lame way to kill someone. Where's Uni? I don't know. Wonder if we should wait for her. Let's wait at the exit. If there is an exit. How fares the Ronso Maester? It seems my father's murder troubles him. Ever the Ronso. Hard-headed, hardly useful. However, the summoner Yuna, daughter to High Summoner Braska, she may be of some use to us alive. She has disturbed the order of Yevon. She cannot be allowed to live. I understand. Let it go, Seymour. No one thrown into the Via Purifico has ever survived. Yet there is always a small chance that they might. Place guards at the exit. Kill any who emerge. Sir, leave that to me. Oh. First your father, now your bride. Allow me to do this because she is my bride. Wait, I will go too. You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Very well, as you wish. Lady Yuna, forgive me. Wer war das denn? Lady Yuna, forgive me. Warnung: Im Kanal der Buße befinden sich Steinplatten. Die normalen Platten haben keine Funktion. Die Lichtplatten befördern Personen in die Richtung des Pfeils zu einer weiteren Platte. Gibt es dort keine weitere, geschieht nichts. Ja, und damit darf ich euch nochmal ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Final Fantasy X. Sehr viel Cutscenes. Also, das ist echt unglaublich. Ja, wir sind alleine. Nur mit Yuna. Hier gibt es viel zu holen. Ich habe noch viel Zeit. Ich würde ganz gerne... Hier passiert, glaube ich, nichts, ne? Ne, hier passiert nichts. Die ist noch nicht aktiv. Ich gucke mich erstmal um. Ich glaube, zu holen... Ja, doch, zu holen gibt es... Oh, oh. Zu holen gibt es hier schon was, aber nichts Ausschlaggebendes. Oh, guck mal, Yuna und Protas und Shell und Engel und... Oh, und? Eine neue Bestia. Ja, Bahamut, eine sehr große Bestia, fügt allen Gegnern Schaden zu. Impuls. Probier ich mal. Ja, das ist sehr lecker. Alle besiegt, alle vernichtend. Und ich habe, meine ich zumindestens,
Option. Ob ich es denn Bestia? Kurz, genau. Das heißt, die Animation war jetzt noch lang. Die nächste wird dann kurz sein. Oh, Kisten. Elixier. Und? Ich weiß nicht genau, was das bewirkt hat. Ich glaube, das hat Steinplatten aktiviert. So, jetzt gehen wir nach rechts. Hier geschieht noch nichts. Ach du Kacke. Okay, beschwören. Ganz schnell. Das geht halt echt deutlich schneller. Schade, dass man sie nicht ausstellen... Was? Ausstellen kann? Warum sind die so oft dran? Ach ja, übrigens. Bahamut besitzt die Blitzgar... Ach, die Blitzgar. Die Garzauber. Das hier ist ein Wasserviech. Aquapudding. Blitzgar. Okay, süß. Was haben die denn für eine Schwäche? Auch Blitz. Ich mach mal Impuls. So, dann gehe ich mal nach... Hä? Lulu! Lulu! Hi! It's okay, I know. Die hätte ich glatt übersehen. Weißspheroid. Okay, interessant. So, dann gehe ich jetzt mal nach geradeaus. Dann nach rechts. Dieser Pfad ist mir neu. Wasser, das müssen wir uns mal merken. Oh, toll. Failure is not an option. Lulu, warte mal. Lulu kann sich um den hier kümmern und... Grimmauge, eure Zauber relativ unwirksam. Habt ihr Feuer? Zauber, Vorsicht vor Gemach. Voll, wen beschwöre ich denn da? Ja, Bahamut, komm. Weil Impuls halt einfach alle trifft. Deswegen. Achso, diese Folge wird übrigens auch wieder ein bisschen länger, ne? Impuls. So 25 Minuten. Okay, hier ist gesperrt. So, hier vorne ist der Ausgang. Wir könnten jetzt hier schon rausgehen, aber ich möchte unbedingt noch ein paar Items holen. Und wenn ihr mal überlegt, wir haben jetzt hier Yuna, Lulu und Oren. Und Wacker, Tidus und Riku sind ja im Wasser. Die werden wir hier nicht finden. Ja, wer fehlt? Kimari. Den würde ich eigentlich noch ganz gerne holen. Der müsste sich dann hier rechts befinden. I hate this place. Ich beschwöre mal niemanden. Oh, toll, austauschen geht nicht. Warte. Ich wäre ab. Hallo, ich wäre ab. Und kriegst du das hin? Ach. Ah ja, klar.
Lulu muss es natürlich mal wieder reißen, ne? Ist ja klar. Okay, Erfahrung gibt's hier aber echt wenig. Ah, die Kamera ist hier relativ unschön. Oh, guck mal, da ist Kimari. Yuna, sorry we left you alone. No, it's okay. Gut, Kiste. Mega Potion, geil. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Ah. So, Kimari. Die halten ja ganz schön was aus. Kein vernichtend. Auch kein. Der ist ja nicht mal besiegt. Ach du Scheiße. Oh oh. Wir sind ein bisschen underleveled. Das ist relativ unschön. Jetzt mal nach unten. Okay, der ist gesperrt. Warte, vielleicht ist da eine Truhe. Nee, hier ist auch wieder Wasser. Okay. Okay, ich muss aber zugeben, die Random Encounter halten sich in Grenzen. Weißt du was, ich beschwöre jetzt trotzdem einmal Bahamut, einfach wegen Impuls. Weil dann haben wir es vernichtend, dann kriegt Yuna die Erfahrung. Die AP. Impuls. Ich weiß nicht, besiegt das auch den Pudding? Nope. Okay, aber der Schaden, den er austeilt, ist süß. Blitzka. Alter. 4500. Darauf habe ich vorhin gar nicht geachtet. Das ist echt lecker. Also, das ist echt richtig gut. So, Charaktere haben wir alle, aber... Ah, warte. Einmal auffallen und speichern. Ich speichere hier. Der ist noch nicht verfügbar, warum auch immer. Die müssten wir so klein kriegen. Mit Kimari, Auron und Lulu. Auron war konfus. So, und jetzt können wir nämlich... Ah, okay, warte. Ich will erst nach rechts. Ach du Kacke, wo sind wir jetzt? Ah, man muss die... Ah, man muss die frei... Ah, okay. Man muss die so freischalten, indem man sie einmal begeht. Also einmal, ne? You know what I mean. Und dann gehe ich jetzt einmal nach links. Okay, da geschieht nichts. Nach oben geschieht auch nichts. Dann nach unten. Auch nichts. Okay, von hier aus können wir nur weiter nach rechts. Links. Unten.
rechts. Dann würde ich ganz gerne von hier aus nach unten. Weil hier sind wir nämlich am Anfang. Und von hier aus können wir, glaube ich, nach links und rechts. Nee, können wir nicht. Aber nach rechts können wir, oder? Warte. Ja, es dauert halt immer ein bisschen. Auch nicht. Können wir nach unten? Nee, da von hier aus können wir nur nach oben. Okay, verstehe. So, nach oben. Eigentlich wollte ich das nicht. Ach, toll. Weil ich nämlich weiß, dass es hier noch geheime Schätze gibt, die man nur durch diese Teleporter erreichen kann. So, dann war das hier. So, nach links. Nichts. Dann nach rechts. Auch nichts. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Gut, dann würde ich vorschlagen, schaue ich mich hier offscreen nochmal um. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bleibt dran.